Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Adventskalender, den wir jetzt gar nicht mehr kaufen können. Schade Schokolade. Aber es ist quasi der Feel Unique Adventskalender. Und warum das der Vorrat draufsteht, erkläre ich euch gleich. Hol dir erstmal was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Feel Unique wurde von Sephora irgendwie übernommen. Und aus diesem Grund gab es dann einen Sephora UK Adventskalender auf der Feel Unique Homepage zu kaufen für 139 Pfund. Ich muss mal gucken, was das in Euro war. Und das konnten wir für eine gewisse Zeit auch dort auf der Homepage bestellen. Ich habe das auf Insta gepostet. Ich heiße da claudiswelt_ mittlerweile. Einige haben ihn auch noch bekommen. Das war irgendwie aber relativ spät abends, weil ich bin ja mittlerweile eine kleine Nachteule geworden. Ne? Ich drehe jetzt auch schon wieder um 8:30 abends. Dann am nächsten Tag war es schon nicht mehr möglich. Aber ganz offensichtlich, die Adventskalender wurden auch ausgeliefert. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich den geliefert bekomme, bin ich ehrlich. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie jetzt der Inhalt sein wird. Ich hatte das nur kurz überflogen auf der Homepage und hatte auch immer nämlich gewartet auf den 4 Unique Adventskalender. Und irgendwann, zack, kam Sephora da rein. So, hä, was ist da los, ne? Und ja, Caroni Caponi hat da wahrscheinlich einiges so ein bisschen auf links gedreht. Dementsprechend haben wir jetzt hier noch einen Sephora Adventskalender. Auch mal was. Das Ding ist übrigens extrem schwer. Kann man nicht anders sagen, oh mein Gott. Und believe in your wish, also glaub an deinen Wunsch. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Hier habe ich ein Zettelchen. As ho, eyes on the prize. Okay, vielleicht kommt das dann später irgendwie. Also irgendwo hier bei der Nummer 5 hat das mal drin gesteckt, ne? Lege ich mir mal zur Seite. Wir haben einen Schubladen-Adventskalender, der total super wiederbefüllbar ist. Und ich reingucken wollen ihr auch. Es fängt schon mal imposant an mit der Nummer 1. Und hier haben wir direkt zwei Sachen drin. Also das im Prinzip mache ich euch damit jetzt gerade echt eine lange Nase, ne? Das ist ein bisschen frech, aber vielleicht ist es auch ganz schön, um euch darauf hinzuweisen. Leute, kommt zu Instagram, schaut bei mir vorbei, dort findet ihr allerlei, unter anderem solche Sachen. Denn ich habe hier zwei echt große Geschichten. Einmal ist es ein Elemis Soothing Apricot Toner, den hatten wir auch mal irgendwann in der Glossybox Sonderedition mit Elemis, glaube ich, mit drin. 200 Milliliter, das scheint mir eine Originalgröße zu sein. Und der soll halt beruhigen. Das ist nicht verkehrt. Und wenn das nicht ausreicht, haben wir hier auf jeden Fall noch ein zweites Produkt drin. Und zwar von Pi. Das ist Glas. Lightwork Rosehip Fruit Extract Cleansing Oil. Das ist so ein riesen Moped, 100 Milliliter. Das ist echt der Wahnsinn in Tüten. Guckt euch das mal an. Und damit kannst du dann dein Gesicht reinigen. Und das ist ja Rosehip, also Hagebutte. Und dann kannst du erst dein Gesicht reinigen. Und danach kannst du schön einen Toner verwenden, um quasi dein Gesicht und deine Haut auf die kommende Hautpflege vorzubereiten. Okay, in der Nummer 2 haben wir jetzt auch Krüvelpapier. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, dass hier irgendwie gefühlt nichts ausgelaufen ist, obwohl irgendwie da in der 1 kein Krüvelpapier drin war. Einfach mal. Wow, also das ist ein krasser Adventskalender, Leute, ne? Aber der war auch teuer. Too Faced Better Than Sex Mascara. Das ist die klassische Mascara von Too Faced. Einfach mal hier zack in der Full Size in der Nummer 2 drin. Geil. Das Wort darf man nicht sagen, aber geil. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir ein Produkt von Sol de Janeiro drin. Die sind dieses Jahr echt hart in Adventskalendern vertreten. Ich weiß nicht, ob die jetzt ihren Ruf wieder aufpolieren wollen, damit sie, indem sie quasi wieder überall zu Hause rumstehen. Diese Duftrichtung kenne ich auch noch nicht, darf ich aber aktuell nicht verwenden, weil da Retinol mit drin ist. Beja Flor Elastic Cream. Das ist nämlich mit Retinol, Mimicking, Cacao Oil und Plant Collagen. Ja, läuft. 75 Milliliter. Also ich habe die tatsächlich noch nie irgendwo gesehen. Klar, die Bum Bum Cream oder die Bomb Dia Bright, die ich aktuell auch in Anwendung habe. Aber das hier, sehr cool. Hier haben wir übrigens die Nummer 4. Da haben wir etwas von Decléor drin. Mousse Nettoyant, ein Cleansing Mousse mit 50 Millilitern mit essentiellen Ölen. Ja, sieht doch soweit so gut aus. Haben wir halt den zweiten Cleanser mit dabei, ne? Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, könnte jetzt irgendwie, nö, hätte nicht unbedingt so direkt sein müssen. So schnell mache ich jetzt keinen Reiniger auf, ne? Jetzt nehme ich hier die Nummer 5, wo ich ja eben, glaube ich, schon diesen
Gedönsen drin hatte. Ja, weiß ich nicht. Das hier ist von Omorovica. Deep Cleansing Mask. Omorovica Budapest ist aus Ungarn eine Marke, ne? 15 Milliliter sind hier drin. Ich glaube, dass ich die schon mal hatte. Das ist halt einfach eine reinigende Gesichtsmaske. Ich liebe Gesichtsmasken. Ich finde das klasse. Die wird in Anwendung genommen, ne? Glastiegel. Läuft. Und ich gehe halt davon aus, dass dieser Gutschein halt auch irgendwie dafür war oder was auch immer das ist. Aber das kann ich... Ach so, da kannst du was gewinnen. Ja gut, ne? Aber gut. Gut. Es funktioniert für uns wahrscheinlich eh nicht. Die Nummer 6 habe ich jetzt hier am Start. Und das sieht mir doch ganz stark nach Nagellack aus. Be Your Incredible Self with Nails Ink London in der Farbe Peppermint Place. Also es sieht für mich überhaupt nicht nach Pfefferminz aus. Aber gut, vielleicht mit ganz viel Fantasie wird ein Weinrot zu einem Grün. Man weiß es nicht. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Produkt. Ich mag gerne roten Nagellack in Adventskalendern. 10 Milliliter haben wir hier drin. Nails Ink London finde ich auch gut. Habe ich als Basecoat aktuell, falls ihr sehen wollt, wie ich diesen Nagellook gezaubert habe. Auch das Instagram, Leute. Da habe ich ein Reel dazu gemacht. Es ist einfach Wahnsinn. In der Nummer 7 sind schon wieder 2 Produkte abgeblieben. Und zwar habe ich hier einmal von Comfort Zone Renight Cream Nourishing Vitamin Cream Night. 30 Milliliter sind hier drin. Vielleicht ist es entweder, was ist das, Goji-Beere, Vitamin E, Hyaluronsäure, Macadamiaöl. Nö, ich hatte nämlich erst gedacht, so, ja, vielleicht haben die dann Retinol damit bei, aber nö, das ist halt eine sehr reichhaltige Creme. Sehr schön. Und, weil das ja noch nicht reicht, haben wir von, oh Gott, ich habe was ganz anderes gelesen. Ich habe Alpha Keratin gelesen. Nein, Alpha Keratin 60 KU. Läuft. Virtui oder Virtu Real Science True Beauty 15 Milliliter. Das ist ein Exfoliating Scalp Treatment, also quasi für die Kopfhaut ein Peeling. Sowas kann ich eigentlich immer sehr gut gebrauchen, wenn ich halt die Adventskalenderzeit habe, wenn meine Kopfhaut dann furchtbar wird. Aber toi toi toi, dieses Jahr alles super. Ein Hoch auf die Schwangerschaftshormone. Die Nummer 8 darf normalerweise machen, dass es kracht. Ja, die Marke ist beliebt. Sie ist halt relativ günstig, aber sie ist halt beliebt. The Ordinary Caffeine Solution 5% plus EGCG. Und das ist für die Augen gedacht. Das ist eine Full Size und ja, 30 Milliliter. Ist jetzt kein Produkt, was für mich macht, dass es am 8. Dezember kracht, ne? Ist halt okay. Aber ein Augenprodukt hatten wir bislang noch nicht drin. Deswegen macht das durchaus Sinn. Auch in der neuen dürfen wir uns wieder über 2 Produkte freuen. Das ist krass, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Einmal hier von Molton Brown ein Duschgel. Heavenly Ginger Lily. Das ist ein Bath and Shower Gel. Und da sind drin enthalten 100 Milliliter. Ja, guck. Und ja, also quasi mit Ingwer. Eine Freundin von mir steht tierisch auf diese Duschgele von Molton Brown. Nicht nur, weil die sagt teuer sind, sondern auch, weil die eine sehr intensive, langanhaltende Duftgeschichte haben. Ne? Und wir haben hier auch noch was für die Augen mit dabei von Patchology Flash Patch Regenerating Eye Gels. Ja. Ein paar Augenpatches kann ich gut gebrauchen, finde ich immer sehr, sehr angenehm. Die lässt du nur 5 Minuten drauf und hast dann wunderschöne Augen. Hoffentlich. In der Nummer 10 wird es erstmal mit einem Produkt weitergehen, was aber nicht heißt, dass es weniger gut ist. Von Drench, The Devil is in the Detail. Der Teufel steckt im Detail bei, kann ich nicht lesen, Aho, Ano, keine Ahnung. Esso, da haben wir nämlich hier nämlich das Vieh, was dazugehören würde, ein Lippenserum mit 12 Millilitern. Okay, hier steht die goldene Ticketnummer auch drauf, dass man dann theoretisch auch dran teilnehmen könnte und gewinnen könnte. Aber wie gesagt, ich glaube, dass ja nationwide, ne? Die haben halt das nur in der UK leider. Naja, komme ich mit klar. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält ein Produkt von Huda Beauty. Hallöchen. Life Liner Quick and Easy Very Venta. Ich weiß nicht, ob wir das auch in dem deutschen Adventskalender drin hatten. 1 Milliliter ist hier drin enthalten. Das ist ein Eyeliner. Mag ich gerne leiden. Dekorative Kosmetik. Hallo, endlich mal wieder. Wir hatten ja relativ zu Anfang die Mascara. Da kann jetzt auch gerne noch ein bisschen mehr kommen. Wenn ich mich richtig erinnere, war auch tatsächlich ein Bild abgebildet, wo mehrere dekorative Kosmetik drin drauf waren. Richtig cool. Wir haben hier eine Pinselspitze. Ne? Oh, ich liebe sowas. Das ist meine präferierte Applikationsform.
Die Nummer 12 ist die Nicht-Halbzeit, weil wir haben 25 Kläppchen, Leute. Das ist auch wieder ein Produkt von Pi The Light Fantastic Ceramide Face Oil. Kann man im Winter so gut gebrauchen, weil da die Luftfeuchtigkeit so niedrig ist. 10 Milliliter sind hier drin. Und ja, also die Düfte, also ne, von den Pi-Produkten, die Düfte, die sind jetzt nicht immer so ganz mega geil, muss ich gestehen. Aber die Wirkung ist gut. Ich mag sowas echt gerne leiden, ne? So, die Nummer 13 ist die Mitte des Adventskalenders. Und da habe ich was drin von Hair by Sam McKnight. Happy Endings. Okay, Nourishing Balm, 30 Milliliter. Das kannst du dann als Haarbalsam verwenden. Und ist halt nicht Shampoo, nicht Spülung. Ist ein Leave-In-Fee, ne? Jo, mit Keratin und Shea-Butter, Pro-Vitamin B5, läuft bei ihm. Damit halt Frizz weggeht und alles ein bisschen schöner aussieht. Und Curls können die mal, damit defined werden, definiert werden. Textur kann damit kreiert werden. Jo, und das machst du dir einfach in das trockene oder in das nasse Haar. Läuft. Cool. Schon wieder zwei Produkte in der Nummer 14. Ich bin einfach... Also dieser Adventskalender schafft mich wirklich, ne? Und da ist es auch in Ordnung, wenn dann halt so kleinere Produkte drin sind. Das ist von Laboratories Filorga. Einmal Lift Designer Serum, Ultra Lifting Serum. 7 Milliliter. Ja, 7 Milliliter von dem Serum finde ich auch tatsächlich okay in einem Adventskalender, muss ich sagen. Weil Serien sind meistens ein bisschen teurer. Und hier haben wir Time Filler Night, eine Multi-Correction Wrinkles Night Cream mit 15 Millilitern. Da hast du auf jeden Fall ein bisschen was länger dran, dass du die auch ein bisschen intensiver austesten kannst. Schöne Sache. Und Laboratories Filorga hatten wir auch öfter schon mal im Boxen mit drin und soweit ich mich erinnern kann, war das immer sehr hautverträglich. Ne? Die Nummer 15 ist schon wieder relativ groß und da haben wir, das ist teuer, das weiß ich, von Rodial Illuminating Ultimate Glow Primer, dekorative Kosmetik, hallo. Soft Focus Glow Drop sind das und da sind 31 Milliliter drin. Das ist eine richtig schöne Größe. Das ist ein Glasflakon. Das müsste ich auch noch da haben. Krass. Aber gut, bei 139 Pfund, was ungefähr 150, 160 Euro sind, ne, da sollten die auch ordentlich reinhauen. Aber das tun die definitiv. Kann man nicht anders sagen. Wow. Auch in der 16 sind wieder zwei Sachen. Ich freue mich darüber, ne. Hier habe ich einmal was von Origins drin. Ginseng Oil Free Energy Boosting Gel Moisturizer. 15 Milliliter, also quasi ein feuchtigkeitsspendendes Produkt fürs Gesicht. Das kann man je nachdem, was für eine Hautbeschaffenheit man so hat, entweder solo verwenden oder also als Serum verwenden oder als Creme verwenden. Ich würde es wahrscheinlich eher als Serum bei mir verwenden, auch wenn die Konsistenz recht dickflüssig ist, weil ich halt sehr, sehr trockene Haut habe. Und von Lancôme natürlich Advanced Genifique Youth Activating Concentrate. Das ist ein Serum mit 7 Millilitern. Das sieht immer so unscheinbar aus, Leute. Eine Woche vor Heiligabend haben wir natürlich den 17. Dezember und da kommt wieder dekorative Kosmetik. KVD Vegan Beauty ist am Start. Epic Kiss. 1,05 Gramm Nourishing Vegan Butter Lipstick oder Butter Lipstick in der Farbe Womankind 120. Sieht nach einer wirklich tragbaren Farbe aus, Leute. Es ist einfach krass. Oh mein Gott, ist das schön. Guckt euch mal diese Verpackung an. Feier ich. Da haben wir halt dieses, ne? Es, ja, KVD Vegan Beauty oder Kat Von D und wie auch immer, ne? Die haben sich ja 5 Milliarden mal umbenannt. Die haben halt dieses Punkige und da stehe ich halt drauf, ne? Riecht jetzt auch irgendwie relativ normal nach Lippenprodukt, ne? Sieht sehr schön aus. Na, muss ausprobiert werden. Definitiv. Freue ich mich echt drüber. Schon cool. Ja. Ich glaube sogar, dass die Petra mir das damals geschickt hatte, ne? Dass sie mir den Screenshot geschickt hatte. So, hey, guck mal, findest du das nicht auch merkwürdig? Und ich, ja, ich muss das unbedingt bestellen. Ich habe jetzt hier, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, die Nummer 18. Medicaid ist auch eine sehr, sehr hochwertige Marke. Ich hatte noch nie eine Full-Size oder so ein großes Produkt irgendwo drin. Hydrate B5 Liquid Rehydration Serum, 30 Milliliter. Also, Kaching, das ist ja großartig. Also, ne, hatte ich, glaube ich, mal als kleines Tübchen irgendwo mit dabei und war gut und so. Aber dann sage ich immer, oh, es ist immer so teuer, sich das nachzukaufen. Adventskalender sind auch frech, ne? Da sind so geile Produkte drin und dann denkt man sich so, oh mein Gott, ich muss das unbedingt haben und nachkaufen, weil meine Haut es liebt. Da machen die auf jeden Fall Gewinn mit. Das kann man nicht anders sagen. Die spielen mit meinen Gefühlen. Glamourös darf es in der Weihnachtswoche am 19. Dezember weitergehen. Da habe ich was von Aromatherapy Associates London, ein Duschgel, Duschöl, Rose Enrich and Uplifting, 50 Milliliter,
finde ich schön. Das ist auch jetzt so in den letzten Zügen meiner Schwangerschaft, glaube ich, eine ganz schöne, angenehme Kiste. Eben weil, ganz ehrlich, mein Bauch explodiert. Alto Belli! Es ist ein schöner Bauchi, definitiv, aber es ist ein Bauchi, der einfach viel mehr Pflege und Liebe braucht und die bekommt er auch, Gott sei Dank, also da habe ich den perfekten Job dafür und da kommen solche Duschgels einfach oder Duschöle einfach auch ganz gut, wird wahrscheinlich nicht günstig sein, aber so ein bisschen Luxusfeeling unter der Dusche für mich und Mr. Bauchi ist doch auch mal ganz angenehm. Die Nummer 20 habe ich jetzt hier, ne? Herzlich willkommen im 20er Bereich. Klar, der war auch abgebildet. NARS Blush, natürlich in der Farbe Orgasm, 2,5 Gramm, den habe ich auch schon da. Das heißt, demnächst wird er einfach mal in einem Verlosungspaket weitergehen oder so, ne? Da mache ich ja immer wieder allerhand von und sammle dann immer und werde dann immer so kumuliert auslosen. Ja, vor allem, wenn ich jetzt dann Mr. Bauchi auf die Welt bringe, wird das so sein, dass ich dann wahrscheinlich die Verlosung dann halt auch verlängere bis, keine Ahnung, Mitte Dezember, Ende Dezember, ne? Ja, wir kennen alle den Orgasm, beziehungsweise das ist der Orgasm X, steht hier drauf. Da muss ich nochmal gucken, ob das irgendwie einen Unterschied macht zu dem Orgasm, den ich da habe. Aber sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ne? Ist einfach, irgendwie ist es klar, dass der hier mit drin ist. Klar, natürlich, ja, warum auch nicht. Aber es ist einfach krass, was hier vor mir steht. Boah, boah. Übertreib mal nicht, ey. Die Nummer 21. Wie viele Produkte möchtest du? Ja. Krass, ey. Philip Kingsley Elasticizer. Das ist so ein klassisches Produkt, was wir halt tatsächlich auch schon öfters mal in der Glossy Box oder in der Look Fantastic Box vor allem drin hatten. Deep Conditioning Treatment, 75 Milliliter. Das ist halt so richtig. Das lässt du aber auch relativ lange drin, ne? 10 bis 20 Minuten, genau. Und damit erhöhst du halt diese Elastizität deiner Haare, also die Spannkraft und so, sodass die halt nicht so abbrechen oder so. Schon krass. Okay, dann habe ich hier das zweite, das ist Caring Hand Cream. Eine Handcreme gehört auch in so einen Adventskalender rein, also eine definitiv, ne? 75 Milliliter von Nursem, Nursem. Protection for hardworking hands with medical grade Manuka Honig. Sehr schön. NPA plus 15, ja, Gesundheit. Barrier Restoring Oils, also schön die Öle mit dabei. And Soothing Wild Willow Extract, also irgendwas, was beruhigen soll. Wild Willow, ja klar, weiß ich, was das ist. Gerade leider nicht. Finde ich super. Hier, Nursem to a Nurse or Midwife. Ach, das ist interessant. Krass. Ja, aber wir haben ja noch zwei Produkte hier drin, ne? Was soll der Falschgeiz? Und zwar einmal hier von Fekai. Brilliant Gloss Multitasker Perfecting Cream. Wofür? 60 Milliliter, wahrscheinlich für die Haare, oder? Apply a small amount. Towel dry hair, ja. Genau, das machst du in die Haare mit rein. Das ist halt so ein Leave-In. Auch schön. Auch das ist hier mit drin. Und das vierte Produkt, was in diesem Türchen drin ist, in dieser Box. Living Proof Perfect Hair Day Advanced Clean Dry Shampoo 90 Milliliter. Ich weiß, dass es relativ hochpreisig ist, weil ich das auch in einem anderen Adventskalender drin hatte. Aber ich verwende halt kein Trockenshampoo. Ich habe jetzt von vielen gelesen, so hey, wenn du in eine Klinik gehst, ne, wenn du da dein Kind bekommst, dann wirst du nicht so viel Bock haben, deine Haare zu waschen. Nimm mal Trockenshampoo mit. Ich mag das Gefühl in meinen Haaren einfach nicht. Das ist nicht meine Welt. Da wasche ich mir wirklich lieber die Haare. Und ja, definitiv, Leute. Ich kann es nicht anders sagen. Ist wie das. Die zweite und letzte Schnapszahl ist die Nummer 22. Ist ein Parfum, klar. Floral Street and Wild Vanilla Orchard Eau de Parfum 10 Milliliter. Krass. Floral Street Fragrances Limited. Kenne ich nicht. Aber gut, ja, es ist ein Parfum, der sich einfach nach etwas anhört, was ich liebe. Also so blumig, süß. Eigentlich voll meins. Oh, das riecht auch wirklich gut. Die Nummer 23 ist riesig. Da ist aber nicht so viel drin, von der Größe her, aber vom Wert, Leute. Und ich glaube, das hat auch die Petra mir geschrieben, ob Augustinus Bader sich irgendwie gefühlt überall dieses Mal drin befindet. Ja, ne? In irgendwie jedem englischsprachigen Adventskalender hast du das am Start, Augustinus Bader The Cream mit TFC 8, 15 Milliliter, das ist so ein teures Produkt,
Da bin ich einfach mal gespannt, wie das so ist. Ich habe jetzt tatsächlich auch diese TFC 8, The Cream und The Rich Cream. Und da wollte ich einfach mal die beiden dann auch in Kombi ausprobieren und euch dann irgendwann mal auch sagen, wie ich die so fand. Ne? Also kann ich halt noch gar nichts zu sagen. Ich finde sie einfach super hübsch. Ich weiß, dass sie sehr, sehr hochpreisig ist. Deswegen ist es immer ganz nett, wenn es hier im Adventskalender drin ist. Ich habe bislang noch nicht wirklich was als Review davon irgendwo gehört oder gelesen. Ausprobieren, Leute. Theoretisch Heiligabend. Praktisch, das vorletzte Kläppchen. Und guck mal, wie gut das befüllt ist. Liebe ich. Hier ist eine Duftkerze drin. Das ist, ich mag einfach Duftkerzen in Adventskalendern. Ne? Neom Organics London. Real Luxury Scented Candle. Lavender, Jasmine, Brazilian Rosewood. Das hört sich an nach etwas, was ich mag. Scent to De-Stress. Auch das ist voll mein Ding. 185 Gramm. Also wirklich ein Duft, der entstressen soll, der den Stress wegnehmen soll. Das kann man so gut brauchen. 100% natürliche Düfte. Neom ist sehr, sehr intensiv vom Duft. Ja, sehr, sehr intensiv. Also das riecht auch sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich mag es tatsächlich. Ne? Also wenn du die anhast, dann brauchst du jetzt nicht irgendwie noch weitere 5 andere Duftkerzen bei dir im Raum haben, weil dann wird es wahrscheinlich ein bisschen viel. Ist einfach, sieht so simpel aus, ist aber richtig, richtig angenehm. Schön. Passend. Ja. Und auch die Nummer 25, also das Weihnachtskläppchen lässt sich nicht lumpen, Leute. Da haben wir zum einen eine kleine Geschichte drin von Mugler, ein Eau de Parfum, das Angel. Das wird in meine Parfümminiaturenverlosung gehen, weil ich da halt diese ganzen Sammelflakons und so reinpacken werde, ne? Weil ich die halt selber nicht verwende. Aber schon hübsch. Also ich glaube, darüber freut man sich definitiv, wenn man solche kleinen Flakons halt auch sammelt, wenn man darauf so steht. Und dann ist hier etwas drin, was ich einfach finde, was in ein Weihnachtskläppchen gehört, und zwar eine Lidschattenpalette. Das hier ist aber keine irgendeine, sondern Natasha Denona Holiday Exclusive Mini Metropolis Eyeshadow Palette und Eyeshadow Brush Gift. Guckt euch das mal an. Und die Metropolis, die habe ich auch, glaube ich, gar nicht. Dementsprechend habe ich die Farben natürlich auch nicht hier. Das ist so cool. Und das ist so eine klassische Fünferpalette von ihr. Grün, Gold, Braun, also voll meine Augenfarbe. Also das ist einfach so meine Palette. Kann ich nicht anders sagen. Die möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Hier noch ein kleiner Pinsel von ihr mit am Start. Es tut mir so leid, dass der nicht mehr verfügbar ist, beziehungsweise dass wir den nicht mehr nach uns kriegen, nach zu Hause. Sei dann irgendwie über Umwege, wenn man vielleicht jemanden in Großbritannien kennt oder so, ne? Aber Leute, das ist so ein hammerharter Adventskalender. Ich würde fast sagen, das ist also der Adventskalender, der ultimative Adventskalender dieses Jahr. Ich bin einfach geplättet und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich da einfach schnell genug war. Vielen, vielen Dank für euren Support, dass ihr mir da auch fleißig die ganzen Adventskalender immer wieder per Instagram so zugeschickt habt als Screenshot, dass ich das einfach teilen konnte und halt auch selber bestellen konnte. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!